Am Anfang des 18. Jahrhunderts lebten in Frankreich magische Frauen, jede die Verkörperung einer Droge von unglaublicher Macht. Nur wenige konnten diese Macht spüren. Peter war einer von ihnen. Schon im zarten Alter von 12 Jahren konnte Peter verschiedene Grassorten unterscheiden. Dabei bediente er sich seinem mächtigsten Werkzeug, seiner Nase. Drogen. Was nehme ich denn heute? Skunk? Crystal? Oder lieber Blue Magic?